Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Part 19 von Pokémon Mystery Dungeon. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu Grodon. Mal gucken, was uns dort in der Magma-Höhle erwarten wird. Und ob wir die beim ersten Versuch gleich schaffen werden. Oder zwei Versuche, 3, 4, 5, 10, 11, 20 Versuche brauchen werden. Keine Ahnung, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Wir sind da. Das ist die unterirdische Höhle, in der Grodon lebt. Sieh dir nur die Lavaströme an. Bei bloßem Anblick laufen mir schon die Schweißperlen die Stirn hinunter. In diesem Dungeon herrscht garantiert eine unerträgliche Gluthitze. Sollten schon andere Retterteams hier sein. Nichts wie rein und geben wir wie immer unser Bestes. Ich so als Pflanzen-Pokémon... Lalalala, geh als Pflanzen-Pokémon in eine Feuer... in einen Feuer-Dungeon. Ah, und hab auch noch einen... Stimmt, und hab auch noch einen Partner dabei, der vom Typ Stahl ist. Das läuft ja super. Verfolgt uns jemand? Oh, ein Sandan. Das ist ja etwas beruhigend. Ah, Magnetilo erreicht Level 20. Das finde ich auf jeden Fall auch mal beruhigend. Was mich übrigens Sandan beruhigt, liegt daran, dass ich es wesentlich schlimmer gefunden hätte, wenn jetzt hier wirklich nur Feuer-Pokémon aufgekreuzt werden. Klar, ich weiß, unser liebes Pokémon... unser liebes Grodon ist ein Typ... Boden-Pokémon, aber das heißt ja nichts zwangsweise. Die Treppe. Oh, ich weiß noch, das Dungeon war da mal... Komm, das gibt bestimmt viele Punkte, wenn wir ihn besiegen. Ich hoffe, der setzt jetzt keine Erdbeben oder so ein. Nur 47. Ich bin ja fast schon enttäuscht. Ich habe jetzt gedacht, so ein voll entwickeltes Nidoking. Letzte Entwicklungsstufe von 3. Bringt mehr Money. Nein, da ist noch ein. Aua. Oh! Scheiße. Entschuldigung. Oh ja, gut. Wir erreichen das nächste Level. Gott sei Dank. Ja, mein Level ist aufgestiegen. Was haben wir gesammelt? Geldband. Ja, toll. Oh, da ist ein Duke. Nidoqueen die Ding eingesetzt oder Sandan? Ja. Bitte. Nein. Was ist hier los? Kein Sinn. Nein. Ich nicht gerade noch von Erdbeben geredet gehabt und gehofft. Oh nein. Sagst du mir das jetzt jedes Mal, wenn irgendwo ein Pokémon auftaucht? Ausgegraben. Oh, ein Teambeleber-Orb. Ich weiß zwar nicht genau, wie das wirkt mit diesem Teambeleber-Orb. Habe ich ja immer noch nicht so ganz rausgefunden, wie das funktionieren soll, aber weil ich es ja bisher noch nicht so wirklich gebraucht habe.
bin mal gespannt, ob wir hier irgendwann auch ein, Oh, nicht schon wieder. Dann weichen wir mal ganz charmant aus. Ciao, Nidoqueen. Schön, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Ach Gott. Gut, Leute. Wir müssen bei Gyorok aufpassen. Ich dachte, Nidoqueen wäre unsere Sorge, aber momentan. Oder, ja, nee, Nidoking hatte ich ja so ein Schrecken. Weil Nidoqueen und Nidoking ja vergleichbar, glaube ich, ist. Von der Gefahr her. Da liegen zwei Pokémon und Pen. Von denen gehen wir mal Trade vorbei. Sehen wir uns hier mit diesem Nidoqueen an. Da ist noch was, was wir auch haben können. Vulcano? Oh. Danke. Nicht Vulcano. Darf ich jetzt auch mal wieder? Ich meinte eigentlich, hilfst du mal, Magnetilo. Wieso ich jetzt Vulcano gesagt habe? War jetzt irgendwie ein einfaches Gefecht. Ach, schon wieder Nidoqueen. Geht eigentlich von der Stärke her, Nidoqueen. Aber wenn es, ich weiß nicht, damals hat es, glaube ich, an die 30 Ebenen oder so gehabt. Plötzlich was? Ist das ein Lunastein? Aber eigentlich brauche ich ja meine Äpfel. Aus alten Erfahrungen raus. Andererseits kann ich nachher im Notfall wechseln, wenn mein Magen leer ist und wir keine Äpfel mehr haben. Ja, so einen kleinen Apfel können wir eben ja mal geben. Oh, wir haben diesen Wandel gar nicht. Aber es darf trotzdem mal mitkommen. Vielleicht bringt es uns ja was. Oha. X-Bad. Da habe ich auch Antikraft aufgehoben für. Erstens. Das, aber wenn es besiegt wird, kriegt es keinen Beleber, weil. Weil es ja eh nicht im Team bleibt, wenn wir das Dungeon abgeschlossen haben. Was haben wir bekommen? Ah, großer Apfel. Sehr gut, der war wichtig. Die Attacken wieder alle aufgestellt. Aber habt ihr das gesehen? Er hat einfach Balzer gegen uns eingesetzt. Diese Geowatz, die sind OP as well. Erdbeben, Walzer,
bin doch. Solche Pokémon in so einem Dungeon. Klar, das ist natürlich jetzt schon ein schwereres Dungeon, aber trotzdem finde ich das gerade echt hardcore, ey. Walzer, Erdbeben, Georak sind hier ja, sind nicht ganz Koopa. Immer noch gleich von hier von diesem Arbok besiegt. Ja, dann kriegen wir nochmal ein Level auf die Kette. Yara, sehr gut. Yara braucht ein Elixier für Akanare. Ah, das war das Falsche. Top Äther hätte genügt. Oh je, da ist ein Feuer-Pokémon. Das ist natürlich scheiße, as well. Was ist das denn hier? Ich muss halt gucken, dass ich und mein Hauptpartner überleben. Also diese Ebene. Ja, nichts sagen und ich fand unser Georok an Georok anstrengend. War ja ein Engelchen. Kommt ihr alle noch? So ein bisschen Abstand kommt von mir. Und ich kümmere mich hier um dieses Gift-Pokémon. Da bin ich besser. Sie vielleicht. Ja. Das kriegt eine Sinne wäre. Schnell weg. Ja. Ist da unten bestimmt ein Monsterraum, so viel die Teams, die da liegen. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Der Attacken-Auswahl, wo diese Pokémon hier haben, die sind ja alle hardcore. Toll. Ja, na dann, danke. Kumpel. Hi. Keine Sinnebären mehr. Ist weniger ob. Toll. Mich nur hier weg. Schnell weg. Schnell auf die nächste Ebene. Ich glaube gar nicht, dass noch da kommt. Ich bin auch schon wieder raus. Wieso sind jetzt wieder ich? Weil ich habe 4 Pokémon im Team und die 2, die gegen dieses Pokémon am schwächsten sind, sind vorne. Ja, Mini-Beleber. Der war wichtig. Komme, Leute. Naja. Oh. So clever. Ja. Helft mir doch mal, Leute. Ich habe hier so ein kleines
Viech vor mir. Guck mal, da schläft. Ich will es gar nicht wissen. Wir haben schon 12 erreicht. Wenn ich jetzt wüsste, dass wir da wegkämen, ohne dass uns dieses Viech angreift. Achso, was mache ich denn? Wie setze ich denn Strauchler ein? Das geht doch nicht. Das ist ein Bild. Nicht ganz das, was ich wollte, aber passt schon. Kommt da. Oh. I think I don't like this Pokémon. Was ich sagen. Ich weiß, wenn ich da lang gehe. Was ist hier? Kommt ihr, Leute? Was kommt da? Oh Gott. Schon wieder ein Feuer-Pokémon. Aber ich glaube auch Gestein ist irgendwas, was jetzt ein bisschen Schaden. Leid, aber ich kann keine Attacken für Pokémon einsetzen, die ich nicht, zu denen ich nicht einmal werden könnte im Zweifel. Es ist halt einfach so. Was braucht er denn? Nur Ampelleuchte. Hier. Ich weiß, ich brauche auch. Und Top Äther, gell? Top Äther tut nur eine Attacke auf. Ja. Komm, 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 komm. Was macht ihr denn, Leute? Hab's ja besiegt. Wenn ich nichts gesagt habe. Was machst du denn jetzt vor mich, wenn du das bei einem Feuer-Pokémon machen würdest? Oder bei einem Pokémon, das Feuerattacken beherrscht, will ich ja nicht sagen, aber bei einem... Kümmer dich da um Makara Dingsbums. Makago. Ja, für den Frisierbär lege ich mich hier nicht mit einem Makago an. Ist das jetzt aufgeweckt? Ah, nee, gut. Gut. Hier lang, hier lang, hier lang. Zur Seite. Und die Treppe nehmen. Ich
weiß echt nicht mehr genau, wie viele Ebenen dieses Dungeon hatte. Wieso brennst denn du jetzt? Ja, komm, hier. Denk ich dir. Ist jetzt da schon wieder los? Bist du sie? Nein. Aber zwei von denen am Hals. Ich bin trotzdem mal so dreist, Leute, unterstütze euch von hinten. Wir gehen hier lang. Hier sind keine gegnerischen Pokémon. Auch noch schwindlig. Ah ja, was haben wir denn da? Wir geben mal unsere Äpfel noch ein bisschen auf. Also die großen Äpfel, weil ich weiß nicht, wie lange dieses dann, obwohl. Na egal. Jetzt haben wir so eingegessen, und nächstes Mal können wir ja vielleicht einen großen Apfel essen. Magma-Höhle. Wir gehen da lang, wo wenig los ist. Kurz oder lang werden wir eh auf unsere Gegner treffen. Also hier lang, Leute. Immer der Nase nach. Oh. Sorry. Nein. Ach, und Schlumpfkiefer. Also in Anführungszeichen, Gott sei Dank, und Schlumpfkiefer. Ja, ein Beleber. Ja, einen großen Apfel. Sehr gut. Das waren zwei sehr gute Teams. Was kommt uns da entgegen? Ach, Smogon. Ich hoffe, es kann kein Explosion. Wahrscheinlich kam es Explosion und ich ärgere mich gleich, dass ich es überhaupt erwähnt habe. Sagen, wir gehen hier auch gleich mal die nächste hoch. Man muss sparsam umgehen bei solchen Dungeons. Klar, es ist wichtig, die Teams einzusammeln, aber es ist auch wichtig, durchzukommen. Nein! Oh! Oh. Finale. Hä, wie funktioniert Finale in dem Spiel? Normalerweise bei Finale, da fliegt das doch in die Luft und. Boom! Oder täusche ich mich? Funktioniert Finale in dieser Spielversion anders? Na toll. Ich bin da, Kumpel. Greif von hinten an. Klar können wir jetzt das Geld einsammeln, aber falls... Wir sollten hier nichts... Ich lauf mal dreist hier so zwischen rein, dann kann ich dir nämlich auch mithelfen. Naja, wäre gar nicht nötig gewesen. Was erwartet uns hier so? Naja, das macht mir jetzt... wenig Angst, solange es kein Erdbeben beherrscht. Oder einsetzt. Beherrschen darfst, aber nicht einsetzen. Oder Walzer. Erdbeben und Walzer. Darfst gerne beides beherrschen, aber nicht gegen mich einsetzen. Ich wechsle mal kurz ein. Okay. Das hat es jetzt auch gebracht. Mini-Beleber. Wo ist es vielleicht? Ich kümmere mich hier um dieses eventuell besitzende Walzervieh. Eigentlich
Ja, wo gehe ich denn jetzt schon wieder hin? Ich wollte doch Chiara den Platz tauschen. Ja, was geht? Das ist Schleimer. Oh. Oha. Ein sehr schnelles Geowatz. Ha! Mit einer Attacke K.O. geschlagen. Ja, wir haben ja auch... Nein, schon wieder so ein weißer Pokémon. Ich hasse Pokémon, die weißer sind. Ich weiß gar nicht. Wie sehr ich diese Pokémon hasse. Naja, mein Pokémon Level Up. So, 20. Hä? Das ist auch eine schöne Ebene. Wir gehen hier lang, Leute. Wir gehen hier lang. Oh, Volltreffer. Oh, ja, grab du mal da noch aus, was du da immer ausgraben wolltest. Hm. Erfahre ich jetzt leider nicht, was du da ausgegraben hast. Ich glaube, du brauchst schon wieder für deinen Dingen. Top-Äther. Einsetzen. Ja. Für Aquanal. In diesem Dungeon ist nicht das schon wieder ein Monsterraum. Den suchen wir mal so gut es geht zu meiden. Guck mal, schon ohne dass man den Monsterraum ausgelöst hat, sind da schon Unmengen Pokémon gewesen. Dumm wäre es gewesen, da reinzugehen. Erst wenn man da overlevelt wäre, wenn man da hingeht, dann kann man sowas machen, aber wenn man jetzt schon mit einem Pokémon Schwierigkeiten hat, dann will man sich nicht auch noch mit schlechter Ampelleuchte wäre. Aber wenigstens ist es dieses Mal nicht so wie das letzte Mal, wo wir in diesem Dungeon waren, wo man diesen auch noch in diesen Meisterraum, wollte ich gerade sagen, in diesen Raum musste, um weiterzukommen. Wir müssen es besiegen, bevor es Komparator einsetzt, weil dann ist die Trefferchance geringer. So, wer wollte hier schon wieder ein Top-Elixier? Ne, nicht Elixier, Äther. Irgendjemand braucht schon wieder ein Äther, ich hab's doch gesehen. Du. Aus eine Äther für Ampelleuchte. Oh, hier sind Onyxe unterwegs oder so. Oh nee. Schon wieder irgendwas das Erdbeben beherrscht. Chiara. Ja, ich. In die Nähe von Geowatz kommen. Und dass Geowatz nochmal Erdbeben einsetzt. Oder bevor es nochmal Erdbeben einsetzt, sagen wir es so. Oh! Nicht ins Team. Ja, wir nehmen es zwar ins Team, aber wir gucken jetzt gleich mal, ob wir irgendwie Erdbeben ausschalten können, damit es uns nicht besiegt. Warte mal. X. Ah, wir können es gar nicht, glaube ich. Ja, wir können nur von denen. Weh, du setzt gegen uns Erdbeben ein. Mein Freund. Ich helfe dir. Komm dir zur Hilfe mit. Wieso tanken dieses Pokémon? Kommt, Leute. Weg hier. Ah, wir haben
der Final-Ebene erreicht. Guck mal, was wir jetzt so im Lager haben. Stealth-Band, das Chaos-Band. Ja, noch diesen, immer ein paar Beleber, oder? Hier auf jeden Fall mal die beiden Plosivsamen nehmen wir mit. Und wir nehmen auf jeden Fall mal noch alle Beleber mit. Komm, wir müssen sie ja nicht einsetzen gegen... Ja. Wenn wir ein bestimmtes Pokémon nicht wiederbeleben wollen. So schnell. Kann ich meine erklären. Aber immerhin ist es jetzt verwirrt. Tilo erreicht also 21. Das ist wieder Erdbeben, Walzer, Geowatt. Komme ich hier durch? Ah, doch, ich komme durch. Doch, da komme ich vielleicht nicht durch. Oh, oh, da kommen wir. Kann ich jetzt schon Rasierblatt gegen Phoenix einsetzen? Das ist voll. Fällt voll viel aus. Gleich weiß. Bevor jetzt irgendjemand sagt, mir ohne ich ist ja auch ein starkes Pokémon und so, aber guck mal, wie viel Schaden ich mache und das hält's durch. Oh je. Schleimer. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Ebenen hatte denn jetzt noch, waren es noch mal 3, glaube ich, bis zu Onix? Nicht Onix. Vor allem bis zu Onix. Natürlich bis zu Onix. Oha, Stalos. Da auch von mir kommt. Also meine Attacke macht halt einfach gar nichts. Ja, ein Belebersamen. Sorry, Kumpel. Was ist das denn für eine komische Brille? Wiederholungsbrille. Was ist das? Kann ich damit auf den Wiederholungsknopf drücken und dann beginnt alles von vorne, oder wie? Jetzt dein Träger dieselbe Attacke wiederholt einstellt. Aha. Also ich hab die Volltreffer-Quote erhöht. Da lag noch Geld, aber ich weiß ja nicht mal, ob ich das Pokémon besiegen kann. Ich frage mich, wo wir sind. Wir dürfen schon ziemlich weit vorgedrungen sein. Ah! Eine Erdbebung! Samurus, eine Erdbebung! Puh, es ist vorbei. Meine Katze liegt neben mir, die habe ich gemeint mit Erdbeben. Ja, mein Großer. Sinolis, da drüben. Glurak und Despota. Hey, alles in Ordnung? Los, kommt wieder zu euch. Oh. Was ist denn hier überhaupt passiert? Krodon hat uns zu Kleinholz verarbeitet. Krodon? Oh, wir hatten nicht die Hauch einer Chance. Okay, und was ist mit Simsela? Wo steckt er? Simsela kämpft noch immer gegen Krodon. Ich würde ja gerne helfen, aber ich habe keine Kraft mehr. Liz, wir müssen uns beeilen.
Seid ja vorsichtig. Wir kommen nach, sobald wir wieder fit sind. Okay. Oh, hier steckst du also, Simsala. Ist mit dir alles in Ordnung? Ach, ihr seid es. Tretet ja nicht näher. Mit diesem Gegner ist nicht zu spaßen. Hier kommt es. Es kommt? Wo? Da kommt es. Simsala? Simsala ist wie vom Erdboden verschluckt. Ob er besiegt wurde? Um Himmels Willen, jetzt sind wir an der Reihe. Aber wir werden uns nicht kampflos ergeben. Ich hoffe, ich verliere jetzt nicht alle meine Beleber. Sieht das geil aus. Entschuldigung. Jetzt zeigen wir ihm, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Redet nicht einmal mit uns. Ah, Dürre, ja. Die außergewöhnlichen Naturphänomen erreicht sich. Was? Ein außergewöhnliches Naturphänomen ereignet sich. Magma strömt durch die Ebene des Dungeons. Mit jedem Erdstoß landen die Pokémon an einem anderen Ort. Kommt ein Pokémon, das nicht dem Typ Feuer angehört, mit einem Magma in Berührung, wird es. Großmahlzeit. Nein. Ciao, Gio, war zum Beispiel. Ach komm, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Wie soll ich dieses Pokémon bitte besiegen? Ich komm noch nicht mal an es ran. Leben alle noch? Wie sollen wir das denn nur hinkriegen, Leute? Wie viele Beleber haben wir denn noch? Ja gut, wir haben noch ein paar Beleber. Dank der Magma Lust versieht. Ich komme, Kumpel. Komm nur gerade nicht dran. Beleber natürlich. Tiara brauche ich noch. Können wir natürlich den Schlafsamen mal noch werfen und hoffen, dass er nicht steht. Können wir tatsächlich machen. Wo ist er denn? Schlafsamen. Natürlich nicht essen, werfen. Ja. Nein, aber nicht. Nicht sehr lange.
kaum einen Gegner. Komm schon. Wie viel hält denn dieses... Mistvieh aus? Ich weiß, Kumpel, aber ich kann dich jetzt, gerade auch nicht helfen. Weil ich gerade selber nicht weiß, wie wir Lebersamen. Ich werde auch gleich was dran. Bitte sagt ja, dass wir es geschafft. Ja, wir haben Krodon besiegt! Oh! Oh, wir haben Krodon besiegt. Oh, ich hatte zwischendrin meine Zweifel, dass ich es schaffe. Sieh mal, da ist Simsala. Und da sind auch Glurak und Despot da. Oh! Aber ohne die ganzen Beleber hätten wir das nicht geschafft. Habt ihr Krodon etwa tatsächlich besiegt? Geht es euch gut? Ja, alles in Ordnung. Es geht mir gut, aber wir müssen diesen Ort sofort verlassen. Und was ist mit Krodon? Wird es ihm gut gehen? Eure Sorgen sind unbegründet. Es wird nur allzu bald wieder erwachen. Zwar außer sich vor Zorn, weil es aus dem Schlaf gerissen wurde. Und dann hat es vollkommen die Kontrolle verloren. Sollte sich schon wieder beruhigen. Wow! Die Erde bebt schon wieder. Nichts wie raus hier. Schnell! Nachdem Krodon besänftigt war, verließ das Team von Liz den Dungeon und kehrte mit Simsalas Team zum Pokémon-Platz zurück. Und damit beenden wir den heutigen Part mit einem actionmäßigen und nervenaufreibenden Abenteuer. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao, ciao, ich hab euch lieb. Eure L.A.